Was geht ab YouTube? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, ein paar Tage ist es her, dass mein letztes Video online gegangen ist und ich habe mir einen Gedanken gemacht, was könnte ich jetzt als nächstes Video bringen. Und ich habe mir einfach mal meine 10 Favorite Pieces der Woche. Ich weiß gar nicht, ob es genau 10 sind. Ich glaube es sind sogar mehr, aber und zwar Beach. Edition. und zwar geht es um Sachen, die ihr zum Strand anziehen könnt, zum Strand mitnehmen könnt. Strand verschiedenste Sachen habe ich rausgesucht, die finde ich persönlich wichtig sind. Und äh, ich will gar nicht lange drum herum reden, deswegen fangen wir einfach mal an mit meinen Pieces. So Leute, das Thema Beach ist natürlich sehr umfangreich. Jeder kann anziehen, was er natürlich möchte. Aber es gibt so ein paar Pieces, die finde ich ganz nice. Und deswegen fangen wir an mit dem ersten Piece und zwar ein cooler Strohhut. Ähm, den habe ich jetzt hier bei Zara gefunden. Kostet 25 Euro, also quasi 26 Euro. Finde ich, das ist ein mega nicer Hut. Also, ich weiß nicht genau, wie er auf dem Kopf aussieht, aber ich finde, der sieht jetzt von der Passform her etc. wirklich cool aus. Hat mir extrem gut gefallen. Und deswegen habe ich angefangen mit dem Piece, weil, ja, ich finde das beschreibt diese sommerliche Beachwear-Situation äh, eigentlich ganz nice. Und ich finde ihn cool, deswegen äh, habe ich ihn einfach mal reingepackt und für 26 Euro meiner Meinung nach voll vertretbar. Größentechnisch, es gibt nur eine Größe. Ich weiß nicht, ob es da mehrere Größen gab, aber ich glaube nicht. Es gab nur die, gibt nur die Größe M. Ähm, natürlich müsst ihr schauen, ob der auf euren Kopf passt. Ich wüsste es jetzt bei mir zum Beispiel nicht, aber ich finde ihn cool. Deswegen als Piece Nummer 1. Machen wir weiter mit dem Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 habe ich mal ein bisschen was Außergewöhnliches mit reingepackt und zwar von Weekday. Und zwar gibt es bei Weekday gerade Pullover bzw. einen Hoodie äh, und dazu noch die passende Shorts in Handtuchmaterial. Und zwar aus Handtuchmaterial. Finde ich eigentlich ziemlich cool, wenn man den Strand wieder verlässt, so leicht Klamm ist. Und das Ganze anziehen möchte. Ich glaube, das ist extrem angenehm zu tragen und ich finde es extrem cool für den, für den Strand. Für den Alltag, beziehungsweise für den Sommer, weiß ich nicht genau, ob ich sowas anziehen würde, aber so wenn ich am Strand leben würde, beziehungsweise wenn ich im Urlaub fahren würde, finde ich diese ganze combo also sowohl der Hoodie, wie ihr das hier seht, als auch die Hose, genau aus diesem Handtuchmaterial, finde ich echt cool. Also gefällt mir extrem wirklich gut ist mal einfach was anderes und dementsprechend wollte ich es einfach mit reinpacken, weil ich auch hier ein zwei Pieces mit drin habe, die ich finde ich eigentlich ganz cool sind. Deswegen äh, fand ich diese Combo echt nice und das ist mein Piece Nummer 2, auch wenn es zwei Pieces sind. So Leute, machen wir weiter mit dem nächsten Piece und als nächstes Piece habe ich das Thema Hemden mit reingenommen. Ich habe auch verschiedene Hemden jetzt rausgesucht und äh, die finde ich eigentlich alle ganz cool. Das erste bei Zalando gefunden und zwar reduziert 30 Prozent kann man das sparen, kostet jetzt 35 Euro und das ist mehr so ein, ich sag mal, eine Hemdjacke. Man kann das Ganze so wie er das hier halt jetzt austragen, ist auch aus Leinen, also sehr, ich sag mal, angenehm zu tragen, denke ich mal und äh, hat aber auch so einen Jackencharakter, dementsprechend finde ich es echt nicht schlecht. Ähm, zum Strand hin, denke ich mal, sehr luftig. Ähm, Natürlich nicht kurzärmlich in dem Fall, aber ich finde es hat echt was Cooles, gefällt mir gut vom Colorway etc. Und äh, wirkt ein bisschen mehr visionär Jacke als wie ein Hemd. Auch wenn derjenige das hier auf den Fotos anhat wie ein Hemd, würde ich es persönlich fast offen tragen oder nur einen Knopf zu und dann zum Strand Ärmel so ein bisschen hochkrempeln. Und ich finde das echt cool. Und das könnte ich mir echt gut vorstellen, äh, zum Strand hin anzu anzuziehen. Und dementsprechend habe ich das einfach mal als. Drittes Piece mit reingenommen und äh, ja, einfach eine Empfehlung, vor allen Dingen, weil man da auch noch mal 30% sparen kann. Nice. Kommen wir weiter zum nächsten Piece und auch das nächste Piece ist vom Mango und ich wollte es einfach mal als Alternative kurzärmlich mit reinpacken und das gibt es zum Beispiel in verschiedenen Colorways. Äh, Dunkelblau, Khaki oder Schwarz, wobei ich einfach diese weiß, cremefarbene, ich weiß gar nicht, ob das so leicht ins Rosa geht. Ich weiß es jetzt nicht genau, ob es nur wirkt. Auch hier 25% kann man sparen. Und ich finde diese Combo, Hemd-Badeshort äh, sehr, sehr nice. Gefällt mir persönlich sehr gut. Und äh, ich habe jetzt zum Beispiel auch gar nicht riesig irgendwie Tanktops mit reingenommen, weil ich die teilweise einfach übersehen habe. Und ich werde auch zum Beispiel für mich dieses Jahr auf jeden Fall eher das Thema Hemd zum Strand tragen als sowas wie so ein Tanktop. -Tank finde ich, hat, macht einfach mehr her und äh, gefällt mir einfach besser. Dementsprechend fand ich es cool. Und nochmal 25% kann man sparen, deswegen mit reingenommen. So, und das nächste Hemd, was ich gefunden habe, ist von Selected Om. Und das fand ich extrem nice. Es ist recht bei dem Thema Beach. Und zwar hat das diese riesige Palme hier auf der, auf der Brust, beziehungsweise auf dem Vorder, so im Vorderprint. Äh, Finde ich echt cool. Also hat mir echt gut gefallen. Ist mir direkt ins Auge gefallen. Ich habe, glaube ich, locker 50, 60 Seiten von Hemden durchgeschaut, bei Zalando zum Beispiel, um da einfach mal eine coole Variante zu finden. Und in diesem Dunkelblau. Finde ich echt nice. Äh, hat auf jeden Fall was. Kostet allerdings 50 Euro, ist auch nicht reduziert. Und äh, ja, ich finde es einfach mal eine gute Alternative, weil das nicht so standardmäßig wie jedes andere Hemd aussieht. Hat auf jeden Fall was und dementsprechend ist das das nächste Piece. So, bleiben wir beim Thema Oberteile. Und beim Thema Oberteile natürlich für mich Beach bzw. Sommerlook darf auf gar keinen Fall so Bartik-Geschichten oder dip geschichten fehlen. Und da finde ich, habe ich ein relativ cooles äh, T-Shirt gefunden, und zwar bei Urban Outfitters ähm, von Santa Cruz. Das ist so eine Skate-Marke. Ich weiß nicht, ob jeder das kennt, aber ich finde es eigentlich ganz cool. Das findet man auch immer in diesen ähm, Urlaubsorten, in diesen günstigeren Shops. Nachgemacht, aber ich finde das Original hat schon echt mehr Style. Auch hier wieder eine Reduktion drin auf 22 Euro runtergesetzt. Und äh, ich fand es echt cool, deswegen es gibt das noch in äh, L, M und S. XL ist leider ausverkauft, aber ich, ja, mir hat es echt gut gefallen und dementsprechend auch beim Thema Beach finde ich es echt nicht schlecht. Und wenn ich nur sowas anziehen würde, äh, dann auf jeden Fall noch so eine Variante mit einer coolen Beach Shorts. Auf jeden Fall echt eine coole Kombo. Und äh, ja, kann man auf jeden Fall abchecken und Reduktion, also wem, also reduziert, auf jeden Fall nicht schlecht. Könnt ihr auch da findet ihr den Link unten in der Infobox. So, machen wir weiter mit dem nächsten Piece, und das nächste Piece ist ein Handtuch. Natürlich braucht ihr am Strand auch ein vernünftiges Handtuch. Ähm, und da habe ich einfach mal Handtücher bei Gant gefunden, ähm, in zwei, zwei verschiedenen Colorways. Einmal in diesem orangenen äh, Farbschema, gelb und in dem blauen Farbschema. Der Vorteil bei diesen Premium-Handtüchern ist einfach, dass ihr die nach ein paar Mal benutzen auf jeden Fall nicht direkt wegschmeißen könnt. Die könnt ihr wirklich, wirklich äh, gut nutzen und vor allen Dingen die Maße. Man hat einen Meter mal 1,80 Meter, 80, da passt man locker drauf und ich finde es echt cool, dementsprechend für äh, 42 Euro auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Premium-Handtuch, auch reduziert, dementsprechend auch hier. Dicke Empfehlung ausgesprochen in zwei verschiedenen Colorways. Vielleicht gefällt es euch ja. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Und auch da habe ich das einfach nur reingenommen. In zwei verschiedenen Colorways. Findet ihr auch den Link in der Infobox. So, und jetzt kommen wir zum Thema Badehosen. Das Thema Badehosen habe ich einfach mal symbolisch zwei Badehosen mit reingenommen. Einfach äh, guckt, und zwar könnt ihr beim Thema Badehosen eigentlich nichts verkehrt, also fast nichts verkehrt machen. Wir kommen zu dem Thema nichts verkehrt machen gleich noch, weil ich finde, es gibt schon ein paar No-Gos und dementsprechend einfach mal, ihr könnt sowas in Camouflage anziehen, ihr könnt sowas auch in Unifarben anziehen. Ich habe jetzt hier einfach mal zwei Beispiele von Nike, sind auch beide 45% reduziert, die gibt es gerade bei Asos, finde ich eigentlich nicht schlecht, beziehungsweise die zweite ist nur 15% reduziert, aber die sind vom Preis circa gleich und dementsprechend fand ich es echt nicht schlecht. Badehosen ist natürlich immer eine Frage des persönlichen Geschmacks. Entweder steht mehr auf Muster oder halt eben auf Unifarben oder Camouflage, da könnt ihr eigentlich nicht viel verkehrt machen. Allerdings meiner was man auf jeden fall verkehrt machen kann und das habe ich einfach mal beispielsweise hier rausgesucht weil ich wollte euch das zeigen und das würde ich auf gar keinen fall machen sind durchsichtige Badehosen also ich weiß nicht wer sich sowas ausdenkt und wirklich es gibt für jeden ähm, jeder hat seinen eigenen geschmack und jeder kann sowas tragen aber bitte bitte macht sowas auf gar keinen fall. genauso wenig würde ich auf gar keinen fall euch empfehlen zu kurze Badehosen anzuziehen. Also hier, das ist auch eine Badehose und die sieht ja fast schon aus wie so eine Hotpants. Bitte macht sowas nicht. Also es ist wirklich nicht stilgerecht. Wenn ihr sowas feiert und sowas gern tragt, von mir aus gerne, aber ich kann keinem, der wirklich stiltechnisch äh, äh, auf sich selbst wert legt, eine zu kurze Badehose, geschweige denn eine durchsichtige Badehose empfehlen. Bitte macht sowas nicht. Und ich habe die zwei einfach mal nur symbolisch mit reingepackt, weil ich es einfach... Ich war geschockt, als ich einfach mal durchgeguckt habe und sowas gefunden habe. Zu kurze Badosen, okay, kennt man, aber so durchsichtige jetzt auch. Lasst die Finger davon. Es, wirklich, es ist wirklich eine Katastrophe und stiltechnisch einfach ein absolutes No-Go. So. Und dann kommen wir schon zum, deswegen mache ich die zwei auch zu. Kommen wir zum letzten Thema und das sind das Thema Slides. Slides bzw. Badesandalen könnt ihr auch nicht viel verkehrt machen. Also da gibt es auch die Qual-Wahl mit Print, ohne Print gefüttert, habt ihr nicht gesehen. Ich habe jetzt hier einfach mal die rausgesucht, weil die wirklich clean sind. Also ihr seht von oben kein riesen Branding drauf. Die sehen ganz standardmäßig aus. Die gibt es in braun als auch in schwarz und dementsprechend fand ich die echt nice, sind von Marco Polo. Ihr habt die hier an der Seite äh, natürlich ein kleines Branding drauf, aber ich finde das wirkt noch dezent. Alles andere wirkt wirklich sehr aufgeräumt und sehr clean und das gefällt mir sehr gut, sowohl als im Braun als auch in schwarz. Und dementsprechend habe ich sie mit reingepackt. Natürlich 50 Euro, nicht das günstigste Piece. Muss man natürlich auch sehen. Es gibt Slides mit Sicherheit für 10 Euro oder sonstiges. Aber ich finde dadurch, dass sie wirklich, und ich habe verschiedenste Seiten durchgeschaut, ob es jetzt Asus etc. war. So richtig kleine. Sind mir jetzt die wirklich nur ins Auge gestochen? Deswegen fand ich die in Braun und als auch in Schwarz sehr, sehr cool. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Auch hier findet ihr unten, äh, den Link unten in der Infobox. So Leute, und das war es auf jeden Fall auch wieder mit meinen 10 Favorite Pieces der Woche. Ich sag mal Bade-Edition, äh, Sommer-Edition. Fand ich eigentlich alles Wichtige war dabei, außer jetzt Thema Sonnenbrillen, Thema Sonnenbrillen bzw. Brillen werden wir irgendwann anders nochmal an, anschneiden. Das fand ich jetzt irgendwie, habe ich jetzt einfach nicht mehr reingepackt. Keine Ahnung warum, aber. Ich finde, eine Sonnenbrille ist sowieso eine Sache des persönlichen Geschmacks. Dementsprechend habe ich es einfach mal mit, nicht mit reingenommen. Ich hatte ja zuletzt bei meine, meinen letzten 10 Favorite Pieces der Woche äh, diese Kimi X XHM-Geschichte, die auch ausverkauft ist mittlerweile, ähm, mit reingepackt. Also guckt einfach, Bade- bzw. Sonnenbrillen könnt ihr nicht viel verkehrt machen. Und ansonsten, das Thema Badegeschichten, denke ich mal, haben wir alles Wichtige mit drin. Ähm, das sind meine Favorite Pieces. Äh, die auf gar keinen Fall fehlen dürfen. Vielleicht ist das ein oder andere Piece dabei, was euch gefällt. Wie gesagt, alle Links findet ihr unten in der Infobox. Vielen Dank, dass ihr am Start wart. Vergesst auf jeden Fall nicht, wie üblich ein Abo dazulassen und ein Like. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace.